Hey Leute, hier ist wieder Lawrence für den offiziellen Wondershare Filmora YouTube-Kanal und willkommen zum neuesten Tutorial. In diesem Tutorial lernen wir, wie wir den Mosaikeffekt ohne Screenshot erstellen können. Wir können den Mosaikeffekt als Zielebene für unser Motion Tracking verwenden. Schau auf die Zeitleiste. Wie du sehen kannst, habe ich den Mosaikeffekt verwendet, um das Nummernschild dieses Autos zu verbergen. Ich habe auch die Bewegungsspur verwendet, um das Kennzeichen zu verfolgen. Ich werde die Projektdatei in unserer YouTube-Community veröffentlichen. Bitte klick auf Abonnieren rechts unten und geh zu unserer Community-Seite, um die Dateien für dieses Tutorial herunterzuladen. Für dieses Tutorial beziehen wir einen Teil unseres Bildmaterials von elements.envato.com. Du findest den Link zum Herunterladen, genau wie andere Projektdateien in unserer YouTube-Community. Und so schau zu, dass du uns auch wirklich abonniert hast. Und wir haben noch einen Clip von pexels.com. Beginnen wir mit dem Importieren unseres Filmmaterials. Und ändere die Größe und Position des Mosaikeffekts. Für feineres Bearbeiten kannst du unter Zoom Level auf 100% erhöhen. Wähle den Spurpunkt und die Form und wende die Bewegungsspur an. Für den falschen Teil können wir die Bewegungsspur erneut anwenden, indem wir den Spurpunkt und die Form wieder ändern. Dafür müssen wir zunächst den gewünschten Spurpunkt und die Form ändern und erneut auf die Spurtaste klicken. Die Farbe der Markierung wechselt dann von Gelb zu Rot. Okay, man kann das Kennzeichen im Mosaikeffekt nicht mehr sehen. Als nächstes platzieren wir den zweiten Clip auf der Timeline. Schneiden wir den unnötigen Teil ab. Und du kannst die Stärke der Unschärfe ändern, um den Grad der Verpixelung anzupassen. So können wir sicher gehen, dass unser Kennzeichen oder generell ein kleiner Bereich auch wirklich unkenntlich gemacht worden sind und nicht mehr erkennbar sind. Überprüfe die Bewegungsspur und passe den Spurpunkt und die Form an.
Okay, perfekt. Wir haben einen schönen Mosaikeffekt, mit dem man Bereiche unkenntlich machen kann. Das ist perfekt für Autokennzeichen oder Nummernschilder, Gesichter im Hintergrund, Markennamen und so weiter. Alles, was man nicht erkennen sollte, kannst du hiermit verpixeln und das geht super einfach.